Unbeschreibliche Szenen der Heiterkeit und der Beweglichkeit begleiten diese Eingangsmusik. Hier ist der Sendegarten. Hallo, hier ist Martin Rützler vom 35C. Ah! Es ist zu hell. Achso, ich dachte, du hast es mir gerade in die Augen gehalten. Vom 35C3 vom Chaos Communication Kongress, heute Tag 2. Richtig, offizieller Tag 2. Für uns ist es schon der dritte Tag, aber Tag 2. Wir haben wieder eine kleine Runde, die so ein bisschen zusammenträgt, was heute passiert ist, was man hat erleben können, was wir erleben können. Ich begrüße neben meinen wunderbaren Mitsendegärtnern dem Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und dem Lars. Hallo Lars. Hallo allerseits. Die natürlich hier und dann dabei sind auch die Daniela. Daniela Isors. Hallo Daniela. Hallo Martin. Und den Björn, der uns heute auch als Gast hier begleitet. Na, Björn. Hallo Martin. Ahoi. Ahoi. Ja, also wenn schon. Muss ich dich erinnern? Ja, es ist schon 7 Jahre her, dass ich da gepodcastet habe und was? Ich habe es inzwischen tatsächlich vergessen. 7 Jahre? Wie lange podcastest du denn schon? Wie alt bist du denn eigentlich? Ich, ich bin gerade 60 geworden im Sommer. Okay, und hast du mit 53 angefangen zu podcasten? Nee, mit 52. Okay. Nee, mit 51. Mhm. Ja, aber jetzt aber genauer, komm. Mit 51. Also ich hab, warte mal. Andere kaufen sich eine Harley Davidson und du fängst das Podcast an. Ja, genau. Ah, ja, okay. So war es, genau. Mhm. Das war so mein, als die grauen Haare kamen, habe ich mir Podcast-Equipment gekauft irgendwie und dann ging es los, ja. Okay. War das dann schon der Hobbyquerschnitt oder war das ein anderer Podcast? Nee, das war schon Hobbyquerschnitt. Ah, okay. Ja, okay. Okay. Ja, dann können wir kurz mal eben vorstellen. Also Hobbyquerschnitt ist dein Podcast-Angebot, mit dem du uns erklärst, unter anderem, wie die Welt aus der Perspektive eines Rollstuhlfahrers aussieht. Ja, aber genau. Nicht nur. Exakt. Mhm. Exakt. Also ich versuche so mein Leben zu porträtieren, irgendwie, was ich so den ganzen Tag mache. Und weil das ein bisschen langweilig ist, habe ich mir jetzt auch noch Leute gesucht, die ich, mit denen ich Gespräche führe, wo ich finde, dass das interessante Gespräche sind, wo ich immer ganz viel bei lerne irgendwie. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das auch genauso interessant finden wie ich. Selbstgespräche sind nicht so dein Ding. Also ich erzähle, ich habe auch immer mal eine Folge, wo ich aus meinem Leben nur ganz alleine podcaste, aber ich merke schon, dass mir das nicht ganz so leicht fällt. Ich hätte lieber einen Co. dabei. Ich hatte ja auch schon mal eine Dame an meiner Seite sozusagen virtuell, aber die Dame konnte dann ja leider irgendwann nicht mehr mitmachen. Und seitdem podcaste ich alleine, habe mir dann aber andere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gesucht, um ja, meinen Podcast interessant zu halten. Mhm. Du fährst hier in den letzten Tagen herum mit einem Storch auf dem Kopf. Stimmt. Kannst du das ein kleines bisschen auflösen, was das bedeutet? Ja, kann ich. Ich war ja, wie wir alle, auf dem Podstock dieses Jahr. Waren wir alle auf dem Podstock? Ja, ja, wir gut. Waren alle auf dem genau. Bekennende Podstocker hier. Wir sind gut. Bekennende Podstocker, ja. Und Daniel, der Brombeerfalter, war auch da. Ja. Und er erwähnte irgendwie, dass er irgendwie in Luxemburg Leute sah, die mit Storchenmützen rumlaufen. Und ich hatte dann unvorsichtigerweise erwähnt, dass ich sowas halt ziemlich cool finde. Und irgendwann traf dann unerwartet ein Päckchen bei mir zu Hause ein. Und dort drin enthalten war unter anderem diese Storchenmütze, ja. Okay, jetzt trägst du sie Daniel zu Ehren. Ich trage sie Daniel zu Ehren. Und weil man hier auf dem Kongress einfach immer mal wieder so einen Bettmützentag hat, irgendwie trage ich sie irgendwie. Ein Bettmützentag? Ja, ja, genau. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Warum gibt es hier Bettmützentage? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Also mir wurde erzählt, es gibt hier einen Bettmützentag, habe ich gehört. Also Moment, und Englisch ausgesprochen oder Deutsch ausgesprochen? Nein, das heißt eigentlich heißt es ein schlechter Mützentag. Ah, okay, es wird also Englisch. Deutsch, ja, ja. Nee, Deutsch. Also doch Bett. Nein, Deutsch. Schlechte Mützentag ist Deutsch. Okay. Also es war Denglisch. Das eine Wort war Englisch, das andere Wort war Deutsch. Ja, das war mein Fehler. Ich bin einfach okay, ja, schlechte schon durch. Das war Meta, das war kein Fehler. Meta, genau. Schlechte Mützentag. Nee, genau. Nee, mir wurde, als ich hier gestern Abend saß mit meiner Storchenmütze auf dem Kopf, irgendwie wurde mir mitgeteilt, dass es hier einen schlechten Mützentag gab. Weil ich weiß gar nicht, ob das hier in Leipzig war oder noch in Hamburg.
war wohl eine Abnahme des Kongress irgendwie und da kam dann auch diese abnehmende Person in den Himmel. Und Person kommt in den Himmel. Da assoziierst du bei mir alles Mögliche. Super. Ja, du weißt ja, Heaven. Ne? Muss ich das erklären? Oder? Ja. Okay, also der Himmel ist ja die Räumlichkeit, in der die Engel, die ja hier die Helfer auf dem Kongress sind, die ehrenamtlichen Helfer, koordiniert werden. Und wo man auch Getränke bekommen kann, wo man Probleme gelöst bekommt, wenn man welche hat. Das ist dann der Heaven oder der Himmel. Und in dem Himmel werden eben halt die, ich weiß gar nicht, wie viele Engel sind hier heute oder überhaupt auf dem Kongress? Angemeldet sind 1500. Ja, okay. Also diese 1500 Menschen müssen irgendwie koordiniert werden. Das wird eben halt im Himmel getan. Und diese Aufsichtsperson wurde halt in den Himmel geführt. Und dann wurde ihr mitgeteilt, dass hier diese 1500 Personen koordiniert werden. Und dann kam jemand mit einer Tigermütze rein. Mhm. Die Person guckte etwas irritiert. Wenig später kam dann eine als Einhorn verkleidete Person rein und diese Aufsichtsperson wurde immer unruhiger und meinte so, also solche Menschen, die solche Mützen tragen, koordinieren 1500 Personen, die diesen Kongress hier irgendwie am Leben halten, da stimmt ja wohl irgendwas nicht. Und dann hat der Mensch vom Kongress dann sehr schnell geschaltet und gesagt, nee, heute ist einfach schlechter Mützentag. Aha. Und daher kommt diese von mir vorhin falsch kolportierte Formulierung mit dem Bad Mützen Day. Okay, ja. Aber das ist ja schon ein schönes Beispiel dafür, dass man gewissen Menschen eine Zuschreibung macht, wenn man sie halt von außen sieht. Exakt. Die möglicherweise mit dem, was sie hier tun oder überhaupt zu leisten in der Lage sind, gar nichts zu tun hat. Also ich kann dazu auch noch eine kleine Geschichte beitragen. Ich habe ja jetzt diese Mütze und fahre hier auf dem Kongress rum und ich wurde angesprochen, ob ich jetzt zur PL gehöre. PL ist was jetzt? Projektleitung. Ah, PL. Okay. Oh, danke. Ich weiß ja gar nichts. Entschuldigung, ich bin zum ersten Mal hier. Schreibt mir. Weil ich ja jetzt auch so eine Mütze habe. Das hat sich sofort rumgesprochen. Ja, so eine Art Uniform scheint es zu sein. Ich weiß es nicht wirklich. Also, es war schon sehr amüsant. Sehr schön. Ja, der Kongress ist wie immer eine Wundertüte. Absolut. Eine Tüte voller Wunder, die hier ein erleben. Wie ich gerade gehört habe, bist du ja auch Zeitreisender, aber dazu kommen wir dann später. Ich will nur schon mal ein bisschen neugierig machen. Das ist ja eigentlich auch ein Wunder, was nicht alle Tage so passiert hier. Ja, das ist, weil ihr ja jetzt noch heute da seid, ist es für euch noch ein Wunder. Also für dich natürlich nicht mehr. Für mich ist es einfach normal. Das ist voraus, ja. Okay, wenden wir uns mal wieder Daniela zu. Daniela, was machst du denn für einen Podcast? Ich mache den Podcast Kunst und Horst, jetzt seit 3 Jahren. Da nimmst du uns mit in Theater und Museen. Genau, im Moment vorrangig Theater und ich mache den auch meistens alleine, den Podcast, also im Monolog und manchmal ins Museum. Aber das schläft gerade so ein bisschen, weil theatermäßig in Berlin natürlich noch mal viel mehr los ist als in Düsseldorf, wo ich davor gewohnt habe. Mehr los, genau. Und dann also schläft das? Also das? Nein, das Museum schläft so ein bisschen. Ach, das Museum. Ach so, Theater. Es gibt natürlich auch in Berlin unglaublich viele Museen, aber ich habe mich gerade so ein bisschen wieder auf Theater eingeschossen, weil eigentlich ist das ja auch so eher das Ding, wo ich noch lieber hingehe. So. Mhm. Da ist ja auch Verkleiden eine Tugend im Theater. Ja. Hast du auch eine solche Mütze oder eine, wie Nein, auch immer? Nein, ich habe nicht so eine Mütze. Ich habe noch, was ich tatsächlich noch zu Hause habe, ist ein Marienkäferkostüm. Ah! Mit einer blonden Perücke und so Glitzer-Marienkäferöhrchen und Flügelchen und Strümpfen mit schwarzen Punkten. Das hatte ich meinen letzten Karneval an. Das ist aber jetzt auch schon 3 oder 4 Jahre her. Aber ich konnte mich von dem Kostüm tatsächlich noch nicht trennen. Ich schätze, damit würdest du hier sofort Chef werden. Chefin. Chefin, genau. Entschuldigung, Chefin natürlich. Ja, aber nee, so eine schöne Mütze habe ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich den Mut hätte, den ganzen Tag damit rumzufahren. Da gehört gar kein Mut zu, man muss einfach nur ein bisschen bescheuert sein. Ah. Aber ein kühler Kopf gehört dazu. Ist das nicht furchtbar, ist das nicht furchtbar warm? Das also Mützchen? Ja, tatsächlich. Also ich kann jetzt gerade aktuell die Mütze ja nicht tragen, weil ich ja das Headset auf habe. Ja. Und ich genieße es gerade ein bisschen. Es ist erstaunlich warm in diesem Jahr, ne? Ja. Kommt dir das auch wärmer vor als letztes Jahr? Also ich habe gestern Abend noch oben in der Bühne beim Deutschlandfunk gesessen, im Sendezentrum. Und da fand ich es irgendwann relativ kühl. Aber ansonsten finde ich im Gegensatz zum letzten Jahr, es ist relativ, also hier gerade in dem Bereich, wo jetzt auch der Sendegarten steht, finde ich es sehr warm. Das war im letzten Jahr, fand ich es viel kälter. Ja.
Also gerade auch in dem Glastunnel in der Mitte. Die Glaswurst war deutlich kälter, ganz klar. Ja. Aber ich habe schon gedacht, dass sie aufgehört haben zu lüften, damit die Wärme drin bleibt und nicht rauskommt, weil gestern war die Luft hier sehr, sehr schlecht irgendwann mal. Ja, ich gehe ja den ganzen Tag einfach nicht raus, dann kriegt man das ja nicht. Merkt man den Unterschied. Also außer zum Rauchen, aber da ist die Luft sowieso immer schlecht. Also. Das ist sehr schön. Es heißt Atemtraining, es heißt nicht mehr Rauchen. Ach so, okay. Atemtraining? Ja, ja. Aha, okay. Sebastian, hast du auch eine Mütze, die du aufsetzt? Ja, wenn ich rausgehe schon, aber das ist eine auch relativ schlichte Mütze. Also jetzt keine. Du wirst nicht für einen Projektleiter gehalten hier. Hier nicht, Mütze. Nein. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass sich das irgendwie durchsetzt, dass man das dann auf den Potsdok einführt oder so. Was denn, Bettmützen-Day? Ja, dass man da dann auch Mützen zu tragen hat in der Projektleitung. Oh, da könntet ihr aber Flügelchen einführen. Ich könnte dir auch Marienkäferflügelchen leihen. Also eigentlich möchte ich dich auf dem Potsdok sehen mit dem Marienkäferchen-Kostüm. Oh, Lars, hast du eine Mütze? Ich habe so den typisch grau-schwarz-anthrazitfarbenen Winterkram zu Hause liegen. Geldtransporter-Überfallmütze. Ja, und beim Fahrradfahren als Brillenträger habe ich gerne mal eine Schirmmütze auf, wenn es so regnet oder so. Ja. Für Brillenträger ist das gut, ne? Ja. So eine Schirmmütze. Ja. Meine ich auch. Aber ansonsten. Ja. Ich habe ja auch so einen komischen Schlauch, den man sich so irgendwo auf den Kopf setzen kann. Ich weiß nicht, wie nennt man das? So ein Multifunktionstuch. Buff. Da gibt es so ein komisches Wort für. Ich kenne das unter Buff. Buff? Buff. Wofür steht das? Buff. Ich glaube, das ist die Marke, aber ich weiß nicht, wie das tut. Ach so, okay. Das kann sein. Ja, aber es könnte sein, ja. Bei Radtouren habe ich sowas mal auf der Rübe, weil ich sehr kurze Haare habe, dass ich keinen Sonnenbrand kriege. Okay, also die Gefahr besteht hier jetzt nicht. Im Dezember in Leipzig. Wir stehen ja auch unterm Sonnenschirm. Ich wollte gerade sagen, genau. Am Sonnenschirm. Deswegen habe ich das Ding auch zu Hause gelassen. Ich wusste, wir haben einen Schirm. Super. Ich habe meine meinen Sendegarten-Strohhut, den du mir dankenswerterweise geschenkt hast, ja leider vergessen mitzubringen. Aber den Kittel trägst du ja auch nicht. Nee, den Kittel trägst du, weil es mir einfach viel zu warm ist. Ich habe hier noch einen Gärtnerkittel, den wollte ich eigentlich anziehen, aber das hält man einfach nicht aus. Aber am letzten Tag könntest du ihn doch einmal tragen, am letzten Tag könnte ich ihn einmal tragen, ja. Statt des Hemdes. Meinst du nur den Kittel, nur sonst gar nichts? Ja, das weiß nicht. Ich weiß. Also wegen mir darfst du auch noch die Knieschoner anziehen. Ja. Also wenn du so rumläufst, dann kommen die hier gleich zum Verträge unterzeichnen hier hin. Was werde ich dann? Leiter der Leipziger Messe oder was? Irgendwie sowas. Also das schlägt dann auch die Mütze noch. Das Marketing. Bitte? Ja. Halt dich mal ran. Meine nackten Knie kommen, ne, dann gegen deine. Okay. Wir flachsen hier wild rum. Genau. Das ist ganz normal, denn wenn man ein paar Tage auf diesem Kongress verbracht hat, nimmt der Wahnsinn so seinen ganz eigenen Lauf. Also ich habe das Gefühl, dass ich hier nach ein paar Stunden permanent sowas wie einen rauschähnlichen Zustand habe und erzähle auch relativ viel wildes und unzusammenhängendes Zeug, aber ohne, dass ich tatsächlich berauscht wäre. Genau, trinke mich nur vom wie hast du es genannt? Ich habe es Korn genannt. Ja, aber nur weil diese Flaschen so aussehen. Die Flaschen irritieren mich auch immer. Jedes Mal, jemand neben mir sitzt und die Flasche so schnappt, denke ich, wieso trinkt er jetzt den Schnaps aus der Flasche? Das ist Wasser. Prost. Ja, Viva Con Agua hat schöne Flaschen. Ich habe mich gefragt, wie viel Geld die da drauf geworfen haben, weil im letzten Jahr gab es nur diese 0,5 PET-Flaschen. Und die waren relativ teuer. Ich weiß den Preis nicht mehr, aber ich glaube so 2,50 Euro, 3 Euro pro Flasche. Ja. Und dieses Jahr haben wir die großen Glasflaschen und sie kosten 1 Euro das Stück. War das nicht letztes Jahr auch schon? Ich meine, das ist gleich. Ich meine auch, dass es gleich ist. Das ist ja die Frage, wo du es kaufst. Ob du jetzt hier zum C3-Stand gehst oder drüben im Fresswürfel. Ach so, das kann natürlich sein. Also wenn du im Fresswürfel kaufst, dann zahlst du auch Messepreise. Ah. Und haben die da auch Flaschen oder noch die, also Plastikflaschen? Die haben oder? Da Plastikflaschen. Ah. Weil ich meine, im letzten Jahr waren auch noch Plastikflaschen. Letztes Jahr waren überall Plastikflaschen. Ja. Aber trotzdem günstig. Gut, dann hatte ich das kostet einen halben Liter 1 Euro. Ich meine auch 1 Euro und jetzt mehr fürs gleiche Geld. Ja. Das ist angenehm, muss ich sagen. Also auch diese Glasflaschen, ich finde die Glasflaschen an sich eher so ein bisschen zum Einkaufen eher lästig, also schwer sind. Aber hier so. Deswegen bin ich irgendwann zum Soda-Streamer umgeschwenkt, weil da gibt es ja auch Glasflaschen. Ich muss nicht schleppen. Außerdem ist es ja, also Leitungswasser kann man ja sehr gut trinken. Auch in Leipzig?
Das weiß ich nicht. Ich wohne in Berlin, funktioniert mein Soda-Stream aber sehr gut. Ich möchte in die Care bauen, ich habe auch einen Soda-Streamer zu Hause, ohne jetzt wirklich Werbung machen zu wollen. Ich bin von dem Produkt überzeugt. Ich bekomme kein Geld und mir gefällt das auch total gut. Und in Hamburg ist das Wasser auch gut. Ja, direkt aus der Elbe. Ja. Genau. Alzerwasser. Nee, Alzerwasser. Ach so, ja. Ich wohne an der Alzer und ich trinke halt gerne Alzerwasser. Ja, ganz klar. Ja, das ist schon richtig. Dann ist keine Wunder, dass die Stimmung immer gut ist. Die Stimmung ist hervorragend. Von morgens bis abends. Ich möchte noch auf beim Zähneputzen. Ich möchte noch auf Björns Gestik hinweisen, als er gerade sagte, ich bin von dem Produkt überzeugt, dass mit fuchtelnden Armen wie ein Werbespot. Ganz wunderbar. Ja, ja, ich mach. Wir haben gestern hier die Runde begonnen, indem wir uns so gegenseitig erzählt haben, wie der erste Eindruck gewesen ist, als jetzt hier der Weg zum zweiten Mal nach Leipzig geführt hat. Es ist ja wieder ein bisschen anders, noch mehr Räumlichkeiten dazu genommen und wir sind etwas vergrößert worden hier und insgesamt ist ja auch die Erwartung gewesen, dass durch zum zweiten Mal Dasein vielleicht noch mehr gespielt wird. Daniela, wie war dein erster Eindruck, als du zum zweiten Mal nach Leipzig, dein erster Eindruck war das zum zweiten Mal nach Leipzig? Mein erster Eindruck war ja schon am 25. Da stand noch nicht so viel. Also die Assemblies waren alle noch nicht fertig, die Tische standen nur rum. Aber ich war schon sehr positiv überrascht, gerade als ich in Halle 2 gekommen bin, weil sich das auch nochmal alles ein bisschen auseinandergezogen haben. Dann gab es nicht so elendig hohe Aufbauten. Das heißt, also man hat es jetzt in diesem Jahr alles ein bisschen niedriger gehalten, aber dafür mehr so Nischen geschaffen. Das heißt, man kann sich gut im Saal bewegen, aber hat immer noch irgendwie so eine Art von Überblick, ohne dass man gleich im letzten Jahr so einen riesen Treppenaufbau zum Beispiel. Und was mich natürlich dieses Jahr sehr gefreut hat, ist, dass wir wieder eine Party-Area haben, also wo man sich dann abends auch spät nochmal zusammensammelt und trifft und nochmal zusammen was trinkt und quatscht und das ist dann diese Halle 5, ne? Ich weiß nicht, welche Nummer es ist. Da, wo die Fairy Dust drin steht. Ja, das, ja. Also da steht sie, wir rätseln. Sie steht da und das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, weil sonst waren die letzten Kongresse immer in Hamburg, da stand sie halt vor dem CCH und hier im letzten Jahr stand sie in der Glaswurst. Ja. Und das ist für mich immer so das Ankommen, wenn ich auf den Kongress das erste Mal hinkomme, sehe ich Fairy Dust. Und das ist immer so, jetzt ist Kongress. Und dieses Jahr musste ich auch erstmal so fragen, ja, wo ist denn jetzt diese Rakete überhaupt hin? Mhm. Und dann bin ich mit Michi und noch einer Freundin hier durch die Hallen gegangen und dann sagte Letty irgendwann, ja, die steht da hinten in der Party-Area, lass mal gucken gehen. Und am Infodesk wurde mir gesagt, dass sie in der Glaswurst steht. Ah, ja. Ganz bittere Fehlinformation. Ja, die waren ja noch vom letzten Jahr übergeblieben. Ganz bittere Fehlinformation und dann haben wir sie gesucht und nicht gefunden und waren ganz enttäuscht, aber dann waren wir ganz glücklich, als wir sie dann gefunden haben. Ja. Ja. Also das ist das Einzige, was ich dieses Jahr ein bisschen schade finde. Ansonsten finde ich es viel gelungener als im letzten Jahr und ich fühle mich auch dieses Jahr deutlich wohler mit allem. Ja. Dadurch, dass es diese hohen Aufbauten nicht gibt, mir kam das letztes Jahr so vor, dass ich so wie so ein Ausguck da habe, wie so ein Hochsitz, um mal darüber über die Fläche zu schauen. Das habe ich diesmal nicht so. Ja, aber es ist alles in allem, finde ich, ein bisschen entzerrter. Auch die Assembly hier, das Sendezentrum, fand ich im letzten Jahr sehr eng, sehr gedrungen. Ich war sehr oft überfordert, weil dann so viele Leute auch in den Gängen standen. Das ist dieses Jahr hier nicht. Und ich glaube, das ist auch in den anderen Assemblies sehr viel entspannter, weil man auch nochmal eine zweite Assembly-Halle gemacht hat. Und die Aufbauten sind einfach super schön geworden. Also was da wieder passiert ist, es gibt so eine Installation mit so Eierkartons zum Beispiel. Das sieht von Weitem eher aus, als wären es so kleine Glühbirnen, die da drin hängen und leuchten. Aber es sind Eierkartons, die dann bestrahlt werden. Also ich habe das Gefühl, dieses Jahr wurde sich noch mal ein bisschen mutiger ausgetobt. Und dadurch, dass wir mehr Platz haben, entzerrt es so den ganzen Stress. Also ich meine, hier sind 15.000, 16.000 Leute. Und außer es sind mal irgendwie zwei, drei große Säle, wo Talks zu Ende sind, ist es selten sehr voll, auch in den Gängen. Und das war im letzten Jahr natürlich noch ein Suchen und Finden. Ja, wo gehen die Leute plötzlich alle lang? Dann war in Saal Adam plötzlich irgendwas zu Ende und alle sind Richtung Tunnel gerannt und keiner kam mehr rein oder raus. Und das ist in diesem Jahr alles sehr viel entspannter. Dafür sind die Wege aber auch ein bisschen weiter. Aber gut, das nimmt man dann, also ich nehme das gerne in Kauf. Das ist okay. Ja, dass viele laufen, das ist in Ordnung. Ja. Man kommt ja dann immer auch an irgendwelchen interessanten Installationen noch vorbei und kann dann so gucken. Ja. Ihr nehmt den 35C3 aber auch zum Anlass, um auf eine Aktion oder wie nennt man das, eine Initiative hinzuweisen,
Ja, eine Podcasterin, Webseite. Eine Webseite. Ja, es ist ja eigentlich mehr als eine Webseite. Es ist ja damit auch verbunden eine Idee. Mhm. Speakerinnen.org, glaube ich. Nee, das ist das Vorbild, was wir Ist das Vorbild? Ja, genau, das wollte ich sagen. Entschuldigung. Aber danke, dass du... Ich hatte den gleichen Gedanken wie du. Speakerinnen.org ist eine Webseite, wo sich Fachfrauen zu Fachthemen da darf ich sagen, anbieten als Sprecherinnen? Ja, ne, kann man so sagen. Also mit der Idee, wenn jemand einen Kongress veranstaltet oder eine Tagung oder was auch immer, Menschen braucht, die sich zu einem Fachthema äußern können, dass er oder sie die Möglichkeit hat, Sprecherinnen anzusprechen und nicht wie standardmäßig offenbar Männer. Ja. Warum das so ist, wäre ja auch eine interessante Frage, die du wahrscheinlich gleich beantworten kannst. Und ihr macht das Ganze jetzt auf Podcasterinnen. Genau, auf podcasterinnen.org, ja. Also quasi wie die speakerinnen.org mit der gleichen ähnlichen URL. Siehst du auch die Parallele, siehst du? Ich sehe das schon, also diese Idee von podcasterinnen.org wäre, glaube ich, nicht entstanden oder vielleicht nicht so schnell, wenn es speakerinnen.org nicht geben würde. Weil wir natürlich auch ein bisschen gucken konnten, wie machen die das, was benutzen die für Texte, wie werden die Profile ausgefüllt? Wir haben alle im Team, Nele, Michi und ich, auch ein Profil bei speakerinnen.org. Und dann ist es natürlich schön, wenn man schon mal so eine Plattform hat, wo man mal gucken kann, was machen die, wie haben die das umgesetzt und dann selber einen Weg zu finden und Dinge anders zu machen oder Dinge aufzuschnappen. Das war ja jetzt knapp 9 Monate lang auch ein langer Prozess. Also das ist ja nicht von heute auf morgen kam. Also die Idee kam irgendwann relativ plötzlich, weil ich so sehr wütend wurde auf einmal. Aber es hat dann ja schon nochmal 9 Monate gedauert, bis wir das jetzt auch wirklich umgesetzt haben. Und dann ist es natürlich, sind es auch so Grundsatzfragen. Ja? Wie sieht das Profil aus? Was sind zum Beispiel Pflichtfelder? Wollen wir, dass zum Beispiel Frauen und nicht-binäre Podcasten auf einmal ihren Klarnamen bei uns eintragen müssen? Oder sagen wir, es ist vielleicht auch ein Nickname okay? Das sind alles Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Mhm. Und es dauert. Es hat, ich glaube, am Ende... Michaela hat ja sehr viel im Backend und im Frontend gearbeitet. Am Ende waren es halt sehr viel so inhaltliche Dinge, die einfach noch, auch bis jetzt immer noch so im Prozess sind und wo wir uns auch immer wieder viele Fragen stellen und auch sehr oft zweifeln, so ist das jetzt richtig oder wie kann man es anders machen, besser machen, ist es gut oder ist es nicht gut? Also es ist immer so ein Hin und Her gucken. Das ist auch nichts, was jetzt zu Ende ist. Hm. Für wen habt ihr die Seite ganz konkret gemacht? Was habt ihr denn da so für Nutzer im Sinn? Unser Anliegen, also es gibt zwei Nutzergruppen. Einmal die Leute, die sich ein Profil anlegen können, das sind Podcasterinnen und nicht-binäre Podcastende. Männer dürfen sich bei uns kein Profil anlegen. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die Leute, die das auch nutzen sollen. Veranstalter, Veranstalterinnen, Leute, die Workshops anbieten, Leute, die einen eigenen Podcast haben und sagen, ich finde aber nie eine Frau, die zu dem und dem Thema spricht. Dass man einfach mal sagt, hier ist aber eine Anlaufstelle, hier sind so und so viele Profile, klick doch mal auf die und die Kategorie, vielleicht gibt es ja doch eine Person, mit der du sprechen kannst. Und so haben wir natürlich zwei Nutzerinnengruppen, die einen, die sich das Profil anlegen und die anderen, die sagen, gut, ich bin halt auch mal bereit, jemanden dort zu suchen. Und für mich ist es gerade nochmal so eine andere Art des Nutzens. Ich gucke natürlich sehr viel immer, was kommt da, welche Leute melden sich an. Ich habe jetzt schon Podcasts entdeckt von Frauen, wo ich dachte, das... Also es ist erstaunlich, wir haben erst 30 Profile und ein Drittel davon habe ich noch nie gesehen und gehört. Und das macht super viel Spaß. Also selbst, ich glaube, ich habe fast mit am meisten Spaß im Moment, weil ich dann immer gucke, welche Kategorien haben sie angegeben, was für Podcasts sind das überhaupt. Und das ist gerade natürlich alles sehr aufregend. Also wir sind jetzt am 23.12. an den Start gegangen und ja, es ist sehr aufregend und sehr spannend, was da gerade passiert. Aus deiner Perspektive als Angemeldete bei speakerinnen.org, hast du denn da auch schon Anfragen bekommen? Also hast du das System auch schon mal in Funktion sozusagen erlebt, dass das etwas ausgelöst hat? Bei mir selber nicht. Aber ich muss auch sagen, dass ich das Profil jetzt nicht so wirklich sehr gut pflege. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch nochmal die podcasterin.org mit da eintragen. Mhm. Das sind so Dinge, die ich... Es geht aber auch eher bei meinem Profil ums Podcasten. Also das ist ja so mein Steckenpferd seit 3-4 Jahren. Ja. Aber Kunst auch. Ne? Kunst auch, ja. Kannst ja auch über Kunst reden oder über Theater ganz ohne den Bezug. Ja, es gab zum Beispiel in diesem Jahr auch einen Workshop, den ich zusammen mit Tine und Ulrike vom Exponier-Podcast gemacht habe, Podcasten in Museen. Und da haben wir auch einen Workshop gemacht. Aber da kam bisher über Speakerinnen noch nichts. Mhm. Ja. Wenn ich eine Anfrage an podcasterinnen.org stelle, dann muss das aber schon in irgendeinem Zusammenhang mit Podcast
stehen. Naja, es könnte ein Workshop sein, es könnte aber auch ein Panel sein oder eine Veranstaltung. Also ja, aber dann schon mit Bezug, also was ist ein Podcast, wie mache ich einen Podcast, wie wirkt Podcast? Also es ist schon ganz klar der Ausschnitt dein Spezialthema, aber immer auch mit dem Dein Rucksack-Podcast. Genau, dabei. Aber wenn jetzt natürlich jemand für einen Workshop anfragt, ich möchte gern was über IT-Security machen und poltert dann auf unsere Seite und sieht, es gibt vier Frauen oder vier nicht-binäre Personen, die darüber sprechen könnten, kann man die natürlich auch zu einer Veranstaltung einladen, wo jetzt das Thema Podcast nicht vorrangig vorne ist. Aber da wäre dann vielleicht auch eher wieder die Seite speakerin.org ein Anlaufpunkt. Also es ist eigentlich ergänzen sich beide Seiten auch ganz gut, aber natürlich liegt bei uns der Schwerpunkt aufs Podcasten. Aber es ist jetzt kein Muss, dass man sagt, ich muss, aber es muss dabei nicht nur um IT-Security gehen, sondern ich podcast über IT-Security. Das müsste jetzt nicht sein. Was für mich neu... Hattet ihr denn Kontakt zu speakerin.org? Oder? Ja, also das war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war speakerin.org anzuschreiben und zu sagen, was wir für eine Idee haben. Denn ich wollte zum einen nicht, dass wir auf einmal plötzlich online sind und die sagen, hoppla, die haben uns... Jetzt sind da ja noch andere. Ja. Und ich hatte mich mit einer von den Speakerinnen auch auf der Republika in diesem Jahr getroffen und uns mal ein bisschen ausgetauscht, was kann passieren, was ist bei denen so los gewesen, nachdem sie online gegangen sind. Und das und sie kamen auch direkt am 26. hier in die Assembly und haben uns begrüßt und beglückwünscht. Ach, das wie schön. Ja, das es war sehr toll. Schön. Ja. Ja, das ist ja klasse. Wer ist denn dieses Wir, wenn du sagst, wir haben das aufgebaut? Du hast gerade Michi erwähnt und noch einen Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Kannst du kurz ein bisschen was zum Team sagen? Ja, also das Team besteht einmal aus der Podcasterin, das bin ich. Dann besteht es aus der Entwicklerin, das ist Michaela Lehr. Die hat mit mir zusammen, also eigentlich, die Idee war so ein bisschen, also dass ich Frontend lerne und Michaela das erste Mal in ihrem Leben am Backend arbeitet. Am Ende musste Michi dann aber auch sehr viel im Frontend arbeiten, weil ich erstmal Stunden brauchte, bis ich überhaupt kapiert habe, wie ich jetzt einen Link von oben nach unten und rechts nach links rücke. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann die Stimme aus dem Off, haben wir sie genannt, das ist Nele Heise, die uns da auch nochmal viel mit Input gefüttert hat, die ja 2014 mit der Liste Frauenstimmen im Netz angefangen hat. Ja, richtig, das war der quasi der Vorläufer, wenn man so will. Ja, kann man genau, das sagen. Aber es war, Neles Liste war ja mehr so eine Datensammlung, die sie in Anführungsstrichen für sich selbst angelegt hat. Und wo wir dann auch gesagt haben, das ist vielleicht auch datenschutztechnisch ein bisschen schwierig mittlerweile, dass die Liste da so mit allen Daten rumfliegt. Und deswegen war es für uns halt auch wichtig, dass die Frauen aktiv auf unsere Seite kommen und sich von sich aus ein Profil auch anlegen. Was aber zum Beispiel Nele gemacht hat, sie hat diese Podcasts, die bei ihr gelistet sind, mal verschlagwortet für sich. Und aus diesen Verschlagwortungen, die sie vorgenommen hat, sind zum Beispiel unsere Kategorien entstanden. Und da haben Nele und ich irgendwie tagelang zusammengesessen, haben gesagt, brauchen wir noch was dazu? Kann was weg? Ist was doppelt? Ist was undeutlich? Wie sind die iTunes-Kategorien? Findet man sich da überhaupt wieder? Denn ich finde, die iTunes-Kategorien spiegeln überhaupt nicht die Lebensrealität wieder. Ja, und so haben am Anfang Nele und ich ganz viel Content, also Inhalt irgendwie versucht auszuarbeiten. Und dann am Ende haben Michaela und ich uns seit Monaten sehen wir uns jede Woche und gucken, was haben wir Neues geschaffen und setzen uns am Wochenende hin und programmieren und ja. Und dann hatten wir irgendwann im November, glaube ich, einen Test mit vier Podcasterinnen, die dann sich ein Profil angelegt haben und danach hat es nochmal so richtig Schwung bekommen, weil es gab sehr gutes Feedback, aber es gab auch unendlich viele Bugs, die wir noch drin hatten, was nicht funktionierte und dann landete irgendwas im Spam und plötzlich konnte sich niemand mehr anmelden. Ja, und dann war natürlich unser Wunsch jetzt auch zum Kongress online zu sein. Und da haben wir jetzt die letzten vier Wochen immer ordentlich Gas gegeben. Also ein Sprint eingelegt. Ja, wir sprinten, wir sprinten seit Monaten. Was mir ein bisschen neu in den Ohren klingt, ist dieses Wort nicht-binäre PodcasterInnen. Das ist so ein bisschen sperrig und ich habe auch hab mitbekommen, es gab so ein bisschen Diskussion auch da herüber. Gemeint ist alles nur keine Männer am Ende. Genau. Also keine Cis oder wie auch immer diese genaue Definition keine ist. Keine Männer, also ein homosexueller Mann kann sich bei uns auch kein Profil anlegen. Ich weiß, das ist spannend, weil wir, als wir die Testerin bei uns hatten, kam Lara auf uns zu und sagte, ja, jetzt habt ihr diese schöne Webseite, aber was ist denn mit Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen?
Und dann saßen wir da und vor allem ich und sagte, ja, ich verstehe das Problem, aber irgendwie stoße ich da jetzt auch selbst an meine Grenzen und ich weiß nicht, wie beschreiben wir das jetzt, welche Sprache benutzen wir, wo sollen die Leute hin? Dann gibt es am Ende vielleicht auch gar nicht so viele nicht-binäre Personen, die podcasten. Sollen die sich jetzt auch noch eine extra Plattform anlegen? Das war also wirklich tagelang großes Thema. Ich habe da auch ganz viel Austausch mit Becky gehabt und auch mit Lara und Michi und immer wieder so, Michi, ich weiß nicht, ich verstehe das, aber es ist irgendwie, es war so ein großes, sperriges Thema. Und am Ende haben wir dann einfach versucht, es bestmöglich zu lösen, obwohl wir alle wissen, dass es wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit ist, es zu lösen. Mhm. Aber es war ein Versuch. Ich habe dann auch nochmal eine Person bei Twitter, mit der ich befreundet bin, Nachrichten geschrieben, so Jamie, ey, du musst uns mir bitte helfen. Mhm. Ich weiß nicht, welche Sprache benutzen wir, wie gehen wir damit um, wo sind unsere Probleme? Und da fand halt sehr viel inhaltlicher Austausch einfach auch am Schluss statt. Das war auch am Ende die meiste Arbeit, die wir hatten. Also gerade so für mich diesen Austausch mit den Leuten, elendig lange Direktnachrichten hin und her geschrieben. Ja. Aber ist das denn eigentlich logisch in sich schlüssig und richtig? Also bin ich eigentlich auch binär? Nein, alle Menschen, also alle, die sich eindeutig einem Geschlecht zuordnen können, sind doch binär, oder? Also entweder männlich oder weiblich. Ja. Und wer das nicht kann, ist nicht binär und der ist zu euch aufgenommen. Ja. Okay. Aber dann sind doch die Frauen, die sich eindeutig dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Die sind Podcasterinnen. Ach, die sind dann da. Okay. Und die anderen sind nicht-binäre Podcaster. Ja, man muss es erst dreiteilen und dann von dem Drittel dann wiederum. Ja, also ich habe das natürlich mitbekommen. Es kamen einige Fragen. Wir hatten das auch schon auf der To-Do-Liste bei uns im GitHub, dass wir da nochmal die FAQs erweitern müssen. Ja. Und mir war aber nicht bewusst, dass das so schnell aufschlägt als Thema, weil das war direkt so die allererste Sache, wo auch Leute twitterten, ja, Hauptsache ihr wisst, was nicht-binäre Podcastende sind, dann kriegte ich direkt Nachrichten. Dann wachte ich morgens auf und hatte schon die erste ätzende Nachricht bei mir auf Twitter. Und dann haben wir es auch relativ schnell versucht, noch in die FAQs mit aufzunehmen. Ich habe mich bisher auch immer so ein bisschen geweigert zu sagen, alle dürfen, nur Männer nicht, weil ich immer eher dafür bin, Leute einzuschließen, statt auszuschließen. Mhm. Denn es ist was anderes, wenn ich sage, unsere Plattform ist für, also dieser eine Teil, du kannst dir ein Profil anlegen, ist für Podcasterinnen und nicht binäre Podcasten, ne? Als wenn ich sage, alle dürfen, nur Männer nicht. Mhm. Das ist ein Unterschied. Ja, ich habe aber langsam ein bisschen den Eindruck, dass es gar nicht anders geht. Dass die Leute dann vielleicht doch eher eine klare Ansprache brauchen und sagen, ja, es dürfen Podcasterinnen und nicht binäre Podcastende, aber Männer dürfen halt nicht. Aber es fällt mir nicht leicht, das so zu äußern, weil ich das eigentlich nicht möchte. Ich bin immer eher dafür, Leute einzuschließen, statt auszuschließen in der Sprache. Obwohl wir natürlich von vornherein Podcaster ja ausschließen, was das Profilanlegen angeht. Ja, weil da die Vermutung ist, die brauchen keine Unterstützung. Das ist ja die Masse, die sowieso die Szene dominiert. Die brauchen keine weitere Unterstützung, sondern es braucht die Gruppe der Nicht-Männer eine Unterstützung. Genau, und wahrscheinlich gibt es auch noch marginalisierte Männer, die Unterstützung bräuchten, zum Beispiel People of Color. Okay. Sind ja in diesem Jahr einige gute Podcasts entstanden, aber irgendwo muss man halt einen Schnitt machen und die kommen wahrscheinlich am Ende auch irgendwie noch mal besser voran als andere Frauen. Also irgendwo muss man einfach mal einen Schnitt machen. Und wir haben gesagt, wir halten uns an speakerinnen.org. Das ist eine gute Plattform und wir wollen, das war ja so der erste Gedanke, Frauen einfach sichtbarer machen. Ja. Und dann kam halt so die Frage, was ist denn mit den Nicht-Binären? Und dann haben wir gesagt, gut, eigentlich, ja, die müssten wir mit dazu nehmen, weil die sind auch nicht sichtbar. Aber Männer sind halt immer sichtbar. Also ich kann dir sofort auf meinem iPhone Fotos von Vorträgen zeigen über Podcasts und auch in meinen Folien für den Lightning Talk habe ich das mit drin, wo immer Männer mit auf der Bühne stehen. Und ich will das auch gar nicht immer so schlecht machen, ja, dass mich dann immer alle sagen, so jetzt meckert die schon wieder über die ganzen Typen, die da auf der Bühne stehen. Aber es ist gerade, finde ich, so, es muss einfach noch mal mehr passieren, dass auch Frauen und nicht-binäre Personen sichtbarer werden. Und das betrifft nicht nur das Podcasten, das betrifft eigentlich das ganze Leben. Ich müsste eigentlich immer diese Personengruppen noch mehr nach vorne schieben. Wenn ich es jetzt einfach mache und die binäre Frage einfach mal auslasse, sagen Männer, Frauen, wenn wir das jetzt mal einfachen, 52% aller Menschen sind weiblich, 48% sind männlich, dann müssten ja eigentlich auf 52% deiner Fotos, die du da sammelst, weibliche Personen abgebildet sein. Und das ist einfach nicht der Fall. Und genau. Ich denke, das ist der Grund, warum da dieser Impuls entsteht,
möge keiner mehr sagen, ja, ich habe ja keine gefunden, die darüber reden wollte. Genau, das ist auch gerade was, was mir immer wieder passiert, wenn Leute sagen, die ihren Podcast irgendwie schon seit 5 Jahren machen und sagen, ja, ich habe irgendwie 5 Jahre mache ich jetzt Podcast XY und ich habe eine Frauenquote von 2%. Gibt es. Als Gesprächspartnerin. Als Gästin zum Beispiel. Gästin, ja. Und das begegnet mir immer wieder. Und dann sind es manchmal so ganz kleine Dinge, dass die Leute dann sagen, ja, wenn ich einen Sprecher für XY suche, dann finde ich überhaupt keine Frauen. Dann denke ich mir, ja, dann sag doch einfach mal, dass du eine Sprecherin suchst. Vielleicht meldet sich dann auch mal eine. Also es sind so ganz viele mini kleine Stellschrauben, die jeder auch ein bisschen bewegen kann. Und dann, also ich fühle mich zum Beispiel nicht angesprochen, wenn jemand sagt, ich brauche einen Sprecher für eine Veranstaltung. Und dann stehe ich da und denke, ja, aber ich bin eine Sprecherin. Und ich merke auch, dass den Leuten das zunehmend auf den Sack geht, ja. Aber ich kann auch nicht mehr damit aufhören. Also irgendwann habe ich so diesen Punkt überschritten, wo ich sage, nee, ich kann da jetzt auch nicht immer Rücksicht drauf nehmen, weil auf mich nimmt ja auch niemand Rücksicht. So. Also, ja, also es ist immer so ein bisschen, es gibt so viele kleine Stellschrauben, die man irgendwie drehen kann. Das muss gar nicht das Große sein. Manchmal reicht ein einfaches Wort, was man irgendwie austauscht oder verändert, dass sich eben mehr Leute angesprochen fühlen als nur Sprecher. Und das ist eigentlich mit das Wichtigste, dass Leute einfach eine inkludierende Sprache zum Beispiel benutzen. Ja, schön. Also schön, dass das Projekt jetzt so weit gekommen ist, dass ihr hier eröffnen konntet sozusagen. Ja. Vor einer Stunde ungefähr habt ihr eine kleine interne Feier gehabt. Das ist ja auch nochmal so ein Moment, wo man dann sagt, so, ha, jetzt ist es, das Kind ist auf die Welt gekommen sozusagen. Es fühlte sich auch ein bisschen, ich habe keine Kinder, aber ich habe zu mich immer gesagt, es fühlt sich gerade so an, als würde das Baby jetzt laufen. Oh. Jetzt läuft es einfach, jetzt super. Ist es so in der Welt und man muss nur aufpassen, dass es sich nicht links und rechts in den Kopf stößt, damit es nicht kaputt geht. Das wäre ja schade, Ja, schön, also wir können das nochmal sagen, podcasterinnen.org. Genau. Da kann man sich auch selber eintragen, wenn man die Kriterien, die du da genannt hast, erfüllt. Mindestens einen eigenen Podcast müsste also man schon haben. Einen eigenen Podcast oder eben in einem festen Team-Podcast. Mhm. Also zum Beispiel die Becky nimmt, die mit ihren KulturpessimistInnen, da ist sie ja eine Podcasterin mit 2 Podcastern, aber sie wäre trotzdem, natürlich könnte sie sich bei uns ein Profil anlegen. Wir hatten auch schon ein paar, das macht mir auch ein bisschen Sorgen, die zum Beispiel eine Frau, die beim Rasenfunk ein paar Mal zu Gast war, die hatte sich dann ein Profil angelegt, natürlich ohne eigenen Podcast, weil der Rasenfunk ist nicht ihr Podcast, sie war zu Gast. Mhm. Und dann musste ich ihr auch schreiben, und dann war sie auch noch Schalkerin, musste ich ihr auch schreiben, so, ey, das tut mir jetzt voll leid, aber du bist nicht die Gruppe, die sich bei uns ein Profil anlegen kann, wir sind keine Gästinnenbörse. So. Mhm. Da sind wir aber auch gerade noch so ein bisschen überlegen, wie wir damit umgehen, denn sie ist nicht die Einzige, die das, die sich anmelden wollte. Aber dann wäre es vielleicht auch wieder eine andere Plattform, die man nutzen muss. So geht es ja, also es geht ja darum, dass Menschen, die einen Podcast haben, sich ein Profil anlegen können. Und es ist alles, am Anfang hat man so eine Idee und dann denkt man, das ist ganz einfach und verständlich und dann merkt man auf einmal, wo man an ganz viele Ecken so anstößt und denkt, aua, das tut mir jetzt aber weh und leid und scheiße. Da sind wir aber auch jetzt gerade noch ganz viel im Gespräch und suchen und finden. Okay, und ich meine, so eine Webseite, das sagt mich ja auch immer, eine Webseite ist nie fertig. Also stimmt das, Sebastian? Ja. Ich könnte jetzt schon auf podstock.de 1000 Sachen sagen, die ich da noch ändern würde, wenn ich die Zeit dazu hätte. Also, das ist Wahnsinn, ja, oder? Ja, ja. Ja, und zum Thema Kategorisierung ist ja wahrscheinlich Lars auch gerade schon, hat er große Ohren bekommen, also Dinge in Kategorien einzuteilen, um sie dann auf deiner Seite oder Datenbank abrufbar zu machen. Das ist ja auch eine Diskussion, die endlos werden kann. Ein ewiges Drama. Also fühle ich bemutigt, dann jeder da weiterzumachen. Schön, dass das hier geklappt hat und dass du das mitgebracht hast. Wir können jetzt mal den Björn fragen. Ich habe noch eine Frage. Ach, du hast noch eine Frage dazu? Ja, ich bin ja ein bisschen unbedarft in dieses Thema gerade reingeworfen worden. Ja, so sind wir. Ich habe natürlich mitbekommen, dass ihr das gemacht habt, aber ich habe tatsächlich jetzt gerade, weil du gerade sagtest, ihr seid keine Gästinnenbörse, habe ich tatsächlich für mich noch gar nicht verstanden, was seid ihr dann? Also jetzt nicht aus Sicht der Podcasterin, sondern aus Sicht derjenigen, die Podcasterinnen suchen. Was suchen die für Leute? Die suchen natürlich Gäste für ihre Veranstaltungen, aber nur, also wie soll ich das jetzt beschreiben? Oh ja, so dass ich das verstehe, wäre toll. Ja, ich versuche gerade nach den richtigen Worten. Natürlich sind die Leute, die bei uns angemeldet werden, wenn man danach sucht, sollen sie natürlich eingeladen werden für eine Veranstaltung, für einen Podcast. Aber es geht natürlich
darum, dass es Podcasterinnen sind und nicht Leute, die sagen, ich wäre aber gerne mal zu Gast in einem Podcast. Ja, okay. Also, ja, ich kann ja, ja, ich habe gerade so ein bisschen, weil du sagtest irgendwie, die Dame, die da beim Rasenfunk mitgemacht hatte, irgendwie so, die hätte ich für mich jetzt tatsächlich schon eher verortet als eine Person, die bei euch eingetragen sein könnte. Vielleicht, weil sie ja relativ professionell sozusagen mitreden könnte, wenn es um dieses Thema geht. Ja, das, ich sage ja auch, mir macht also, das auch ein bisschen Schmerzen gerade. Aber ich, ja, es macht mir selber ein bisschen Schmerzen. Anders kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber natürlich wollen wir, dass... Du möchtest dich abgrenzen sozusagen an der Stelle, konkreter. Genau, ja. Aber ich weiß noch nicht, ob das richtig ist. So, das, ja, aber da hattest du ja auch gesagt, ihr seid ja auch als Prozess sozusagen ja noch im Fluss. Das ist ja das Schöne an einem Prozess, dass der möglicherweise irgendwann zu Ende ist, aber möglicherweise auch nicht. Ja. Und insofern, ja, danke. Also, aber ansonsten natürlich wollen wir, dass die Frauen und nicht-binären Menschen, die bei uns angemeldet sind, natürlich eingeladen werden. Also dann sind sie natürlich auch wieder Gästinnen. Ja. Aber die sollen dann quasi aus dem Maschinenraum berichten können. Also so verstehe ich das jedenfalls, dass man sagt, du musst schon einen eigenen Podcast haben oder so nah an einem regelmäßig teilnehmen, dass dir die Freuden und die Leiden des Podcastings so vertraut sind, dass du anderen auch glaubhaft darüber berichten kannst. Es macht ja auch wenig Sinn, auf eine Seite zu gehen, wo es jetzt zum Beispiel angenommen, man macht eine Veranstaltung und ein Slot ist irgendwie Podcast-Label, wie verdiene ich mein Geld mit Podcasten? Da macht es natürlich wenig Sinn, auf unsere Webseite zu kommen mit 2000 Profilen, wo jede Menge Leute angemeldet sind und ein riesen Datensatz, der dahinter steht. Und 80% davon sind Leute, die gerne mal zu Gast in einem Podcast wären. Und das ist, glaube ich, so gerade die Abgrenzung, die wir irgendwie versuchen zu finden und zu halten und sie auch selber für uns gut zu finden. So. Danke, das habe ich verstanden. Hast du verstanden? Ja. Du bist ja Zeitreisender, hast du mir vorhin erzählt. Ich bin Zeitreisender, du weißt ja eigentlich schon, ob das Projekt auch im nächsten Jahr noch Bestand hat und wie es gewachsen ist. Ja, da erzähl doch mal ein bisschen. Also du weißt ja, dass es manchmal ist das ja so mit, weil es ist ja schon, also es ist ja 7 Jahre, ich bin ja 7 Jahre zurückgereist irgendwie. Okay. Und ich weiß tatsächlich nicht mehr alles, was damals war. Also, was? Nee, ich habe viele Sachen vergessen, aber das Projekt ist, glaube ich, voll groß geworden. Er darf jetzt nichts Falsches sagen, damit die Zeitlinie nicht verändert wird. Nee, vor allem nicht, damit ich sofort mit dem Kopf hier auf das Brett schlage, weil es irgendwie in einem halben Jahr schon alles wieder eingestampft ist. Nein, aber ihr kennt das ja selber, wenn man, also so, ich kann mich zum Beispiel, ich war ja auf diesem Kongress schon mal und ich kann mich ja nicht mehr an alles erinnern. Ja, das Problem kann ich verstehen. Da fängt man um 17 Uhr schon mit Sekt an, dann ist plötzlich 19 Uhr und man hatte schon 5 Sekt, ja. Ja, ist okay. Das, ja. Ist das bei dir auch so? Ja, natürlich. Du trinkst von 17 Uhr an Sekt jede Stunde. Ich trinke Bier. Okay. Aber jetzt erklär doch nochmal, was das mit deiner Zeitreise auf sich hat. Also du kommst vom 42, ich komme vom 42 C3. C3, der ja erst in sieben Jahren stattfindet. Also für euch erst in 7 Jahren für stattfindet. Uns. Ich bin ja quasi auf dem 42 C3 und ich bin in der Zeit zurückgereist, weil der BER ist fertig. Nein. Ja, genau. Oh, der, ich habe dir bis gerade alles geglaubt, jetzt nicht mehr. Jetzt wirst du aber unglaubwürdig. Aber ich bin das ist sozusagen lebende Beispiel. Er ist fertig und der BER bietet auch Zeitreisen an. Und wir haben auf dem 20. Aber rauchfreie. Rauchfreie Zeitreisen, ja genau. Also wir sind jetzt zurückgereist, weil dummerweise in der Zukunft, also dieser Kongress hier, der 35C3, auf dem wir uns jetzt gerade befinden und hier sprechen, ist tatsächlich der letzte komplett überwachungsfreie Kongress. Und es ist leider in der Zukunft anders und wir sind jetzt mit 100 Leuten nochmal in die Vergangenheit gereist, um uns das nochmal anzugucken. Was heißt überwachungsfrei? Was passiert denn im nächsten Jahr? Wo nimmt denn die Überwachung zu? Also im nächsten Jahr ist das, ich habe ja hier auch das Bändchen von 36. Das ist der Beweis. Also man könnte ja glauben, er redet hier, er will uns nur auf den Arm nehmen, aber er hat tatsächlich das Bändchen vom 42C3. Nee, vom 36. Vom 36. Das ist das. Ich habe das T-Shirt vom 42C3 an. Und ich habe hier das Bändchen vom 36C3 und nächstes Jahr ist das Motto Told You So. Das ist ja, also der CCC spricht ja schon lange davon, dass wir in so eine Überwachungsumgebung reinrutschen. Und also beim 42C3 kann ich euch schon mal so ein bisschen Angst machen, würde es so sein, dass wenn ihr mit einem Device auf diesen Kongress gehen wollt,
geguckt wird, ob ein Staatstrojaner vorhanden ist oder nicht. Wenn er nicht vorhanden ist, kommt er nicht rein. Also so weit wird es dann sein, leider, ja. Aber Starbuck hat doch einen Talk über Venenhacking gehalten, den ich leider noch nicht gesehen habe, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mir überhaupt Vorträge anzugucken. Aber irgendwas flog an Twitter an mir vorbei mit diesen Handtrockendingern. Und die hängen ja hier auch schon. Vielleicht ist da auch schon irgendeine Überwachung drin und wir wissen das alle gar nicht. Ja, stimmt. Ihr überwacht uns bestimmt aus der Zukunft. Naja, ich jetzt persönlich nicht, aber der Staat ist schon leider dann doch voll dabei. Warum hast du denn nichts dagegen getan eigentlich? Und diese 100 Leute, die gekommen sind, die hätten das doch vielleicht verhindern können. Ja, es ist uns leider nicht gelungen. Wir haben hart dran gearbeitet, das hat leider nicht geklappt. Okay, und dann lässt man euch ausgerechnet, die dagegen waren, hier hinfahren. Ich weiß nicht. Es ist eine subversive Umgebung, natürlich immer noch ein bisschen. Und wir haben dann eben halt aufgrund... dass der BER halt Sponsor auch vom 42C3 ist. Scheiße. Ja, das kann man hier hinten auf dem T-Shirt, ist das hier oben ja auch drauf gedruckt. Irgendwie da, also ja, man sieht das in meinem Nacken, da ist das sogar drauf. Mit chinesischem Schriftzeichen? Ja, ja, genau. Ach so, aha. So, und das ist eben halt ja, der Hintergrund, weshalb ich jetzt hier bin. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, dass mein Alter Ego hier nicht auftaucht. Oh, das wäre natürlich ja heute gefährlich, auch, wenn ihr ja, ja, begegnet. Genau, weil das ja so ein bisschen... Ja, deswegen hast die Quantenverschränkung dann irgendwie so ein bisschen problematisch wäre. Ne? Kann man den erkennen, dass er keinen Storchenhut auf hat? Nee, ich glaube, der hat ja auch einen auf. Deswegen habe ich auch einen auf. Denn, damit so. Also ihr seid, also es haben nicht viele erkannt, dass ich aus der Zukunft da bin. Ja, aber gut. Wenn du diesen Blick von außen hast auf diese Veranstaltung, was hast du denn so wahrgenommen? Wie nimmst du denn diese Veranstaltung wahr? Was erzählst du, wenn du nach Hause kommst in dein Jahr 2025 von dem, was du hier erlebt hast? Ja, ich war ja tatsächlich damals auch auf diesem Kongress und habe ganz viel wieder vergessen und ich bin ganz froh, dass ich meine, also es ist ja schön an diesem Kongress, es ist ja Refreshing Memories, das heißt, ich habe jetzt auch tatsächlich meine alten Erinnerungen wieder aufgefrischt. Aha. Und so und ja, also ich kann das, was Daniela erzählt hat, auch nur bestätigen, weil ich bin ja mit meinem Blechhintern hier unterwegs, sprich Rollstuhl, und das war tatsächlich auf dem 34C3 ein großes Problem, weil es alles ein bisschen enger war, als es für mich als Rollstuhlfahrer gut gewesen war. Und das ist dieses Jahr tatsächlich viel, 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 viel besser. Ah, ja, stimmt. Ich war ja gestern schon da. Du bist ja schon vor Weihnachten da gewesen. Ich habe doch Tweets von dir gesehen, wo du... Nee, das ist das Alter Ego gewesen. Ach, das ist das Alter Ego. Ja, dem haben sie sogar den Schotterplatz planiert, damit der Zugang zu den Toiletten einfacher war, ne? Ja, ja, stimmt. Also das stimmt. Das ist tatsächlich damals so gewesen, dass man... ich brauchte nur den Hinweis droppen, dass es für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer schwierig ist, auf Kieswegen zu fahren. Und dann ist dort über Nacht quasi eine an all dreien... auf dem Campinggelände vorhandenen Toilettencontainern ein Holzweg entstanden, der dankenswerterweise so breit ist, dass ich da mit dem Rollstuhl drauf fahren kann. Und ja, es ist total toll geworden. Also hier wird, was Barrierefreiheit angeht, ist dieser Kongress mal wieder ein bisschen besser geworden. Aber also alle Chaos-Veranstaltungen legen da ja auch einen Wert drauf. Und das kann ich hier auch jetzt bestätigen. Also es ist noch nicht alles perfekt. Es ist ja nirgends im Leben immer perfekt, aber der CCC bemüht sich schon sehr um Barrierefreiheit, was ich auch total toll finde. Und wenn man was entdeckt, was anspricht, dann wird da nicht drüber rumdiskutiert und rumgesappelt. Ja, es sind ja nur 3 Rollstuhlfahrer da können wir ja jetzt nicht hier bla bla bla, sondern es wird einfach gemacht. Und das ist natürlich das Schöne. Mhm. So, und was ich auch toll fand, dass auch eine zweite Assembly-Halle aufgemacht wurde, das hat das auch nochmal ein bisschen entzerrt. Dass da auch nochmal eine Bühne entstanden ist, fand ich total toll. Chaos West Bühne. Das ist, ne? Genau, die ganze Assembly, die ist ja, die ganze Halle ist ja Chaos West. Ja, alle Eierkartons ist Chaos West, sind Chaos. Genau. Chaos West. Und was mich tief beeindruckt hat, war, was ich total vergessen hatte, war, dass dort jemand einen 3D-Drucker hatte, der auf Flaschen drucken konnte. Das heißt, er hat irgendwie mit einem selbstgeschriebenen Programm den 3D-Drucker so angesteuert, dass er direkt auf eine Flasche, also auf eine Mateflasche, ein Mateflaschen-Gadget draufdrucken konnte. Das fand, das fand ich sehr, sehr spannend. Okay. Schön. Was ich auch vergessen hatte, war das C3 Trock. Das sind ja die Leute, die das Modell der Eisenbahn vom Camp, ich weiß nicht, ob ihr euch noch ans Camp von vor... ich hab's nur von Filmen gesehen oder Bildern. Genau, also da gab es ja eine Eisenbahn. Ja, und mit Bällebad, genau. Ein Waggon voll Bälle. Genau, und C3 Trock,
haben ein Modell dieser Eisenbahn nachgebaut und hatten einen Plan gefunden von der Lokomotive und haben dann diese Lokomotive nachgebaut, hatten aber keine Pläne von den Hängern. Mhm. Und haben die dann sozusagen nach Bildern irgendwie nachempfunden. Und da ist jetzt tatsächlich im Jahr 2018 sind wir, glaube ich, ne? Mhm. Im 2018, im Sommer, ist die eine Dame, deren Name mir leider entfallen ist, von C3 Trock, tatsächlich in Mildenberg gewesen und hat alle Hänger vermessen. Und jetzt sind sie dabei, bis zum Camp, also in 2019 wird ja auch für euch wieder ein Camp stattfinden. Und da wird dann ein Modell der in Mildenberg vorhandenen Eisenbahn im Maßstab 1 zu, keine Ahnung, exakt nachgebaut sein. Und dann werden dort die Hänger auch als Modell fahren. Und das fand ich auch sehr überzeugend. Das klingt schon ziemlich beeindruckend. Genau. Und dann fand ich toll, wie man mit Stapelstühlen umgehen kann. Also in der Halle wurden auch Stapelstühle gestapelt auf eine etwas unkonventionelle Weise. Das hat mich auch tief beeindruckt. Kannst du die unkonventionelle Weise für Hörende beschreiben? Das kann ich ganz schlecht. Ich könnte das auch nicht beschreiben. Es sah also aber sehr schön aus. Ja, es war eine Installation, möchte ich sagen, die unter anderem dadurch glänzte, dass die Stühle eben halt nicht ineinander gesteckt wurden, wie das bei diesen Kunststoffstapelstühlen so üblich ist, sondern sie wurden über verwinkelt ineinander gesteckt, sodass eine Art Skulptur erschien, die dann auch noch durch eine Lichtinstallation unterstützt wurde, die ein wirklich sehr schönes Bild macht. Auf Twitter findet man da tatsächlich Fotos irgendwie. Ich habe, glaube ich, keins getwittert, aber wenn man sucht, findet man diese Stühle auf jeden Fall und das fand ich hochinteressant. Ja, bestimmt. Vor allem, weil sie vor so, dass dahinter ist irgendwie auch noch Licht. Das ja, genau. Fand ich, dass das Licht so von hinten gegen die Stühle scheint und dadurch kriegt es so eine ganz, also es ist wirklich schon fast eine Kunstinstallation. Es kriegt so was ganz Plastisches. Die Stühle kann man eigentlich schon kaum noch mehr als Stühle erkennen. Genau, also wenn man etwas weiter wegsteht, sieht man das nicht mehr, dass die Stühle sind, sondern es sieht aus wie eine Skulptur. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du dich daneben stellst, dann haben wir Kunst und Horst. Könnte sein, ja. Das ist sowieso ganz spannend. Ich habe noch nie eine Folge Kunst und Horst vom Kongress gemacht, obwohl immer alle sagen, mach doch mal eine Folge, hier gibt es so viele Kunstinstallationen. Aber da muss ich ehrlich zugeben, das ist mir ein bisschen zu stressig. Kann also ich gut nachvollziehen, weil ich habe auch immer gedacht, man müsste mal eine Folge von hier senden und es ist mir auch zu anstrengend. Mhm. Also habe ich auch dann die nächsten 7 Jahre nicht geschafft. Kann ich schon mal spoilern. Ah, gut. Lars, wie schaffen wir denn diese Anstrengung? Ihr seid Profis. Wir durchleben sie einfach. Es ist ja anstrengend. Das kann ich jetzt heute auch nicht anders sagen. Es ist heute ein sehr anstrengender Tag, aber er ist toll. Also, aber so habe ich den, das ist mein dritter Kongress, ich glaube mein dritter, ja, und ich habe die alle so erlebt und ja, ist vollkommen okay so. Aber ich merke so nachts, wenn ich zwischendurch nochmal wach werde oder so, dass der Kopf immer noch an den Eindrücken arbeitet. Also bis heute Morgen, also ich hatte heute Morgen, als der Wecker ging, bestimmte Podcaster-Stimmen in meinem Kopf, die mir irgendeinen Kram erzählt haben. Vollkommen absurd. Also ich habe anscheinend die Nacht da irgendwie von durchgeträumt. Oh Gott. Also ich habe dir im Auto gesagt, dass ich eine Reizüberflutung hier erlebe. Ja, und das ist wirklich gewollt und in diesem Falle auch erwünscht. Aber wenn der Kopf nachts ein bisschen mehr ausmachen würde, das wäre nicht schlecht. Aber das hatte ich gestern, saß ich irgendwie um 14 Uhr. Also es war natürlich auch alles mega viel, jetzt so die ersten Tage nach dem Release und so. Aber ich saß hier um 15 Uhr oder um 14 Uhr und saß da und sagte zu Michi, ich bin jetzt schon so müde, weil ich einfach merkte, gar nicht, dass so viele Leute mit mir gesprochen haben, sondern dass... Michi, gerade wurdest du genannt, schon kommt der Sekt. Getränk, sehr schön. Wo ist mein Bier? Wo ist mein Bier? Dieser Geräuschpegel die ganze Zeit, der ist nicht, dass es mich überflutet, aber ich merke, so nach ein paar Stunden bin ich einfach, obwohl ich selber vielleicht gar nicht viel geredet habe, ich saß gestern den Vormittag hier und habe nichts gemacht, ich saß einfach nur da, merkte ich, dass mich dieser Geräuschpegel die ganze Zeit völlig ermüdete. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann mal ein bisschen weiter nach hinten in die Assembly gesetzt und heute habe ich was Ähnliches gemacht. Ich bin halt in die Halle, wo Chaos West ist und habe mir eine Pommes geholt und habe mich an den Rand an die Wand gesetzt und habe da im Dunkeln auf dem Boden meine Pommes gegessen und war dann so mal ein bisschen für mich. Also dieser ganze Inhalt stört, ist gar nicht so, dass es mich so überflutet, aber dieser permanente Geräuschpegel ist irgendwann auch anstrengend. Mhm. Aber es ist auch okay. Also ich neige dann leider dazu, zu lange in so einer Situation zu bleiben. Ich müsste dann viel eher mal mir irgendwo einen ruhigen Punkt suchen. Ich kann dir da einen guten Tipp geben. Man muss engeln.
kann man in dann den Himmel. Dann kriegt man ein Engel-Badge. Nee, so. Im Himmel ist es auch sehr laut, weil da ist ja auch ganz viel Betrieb. Aber da hinten gibt es noch eine Engel-Kitchen, also da, wo man essen kann als Engel. Und da ist es immer relativ ruhig. Also da gehe ich tatsächlich immer hin, wenn so dieser Overflow da ist. Mhm. Und es gibt einen ausgezeichneten Kaffee dort. Also und falls die Mecklenburger kochen für euch. Die Mecklenburger kochen für die Engel. Großartig. Und das ist veganes, exzellentes Essen. Wir haben auch auf dem G20 im St. Pauli-Stadion gekocht. Und da habe ich mich schon jeden Tag aufs Essen gefreut. Also die machen wirklich ganz hervorragende Küche. Diana hat mir gerade erzählt, dass es irgendwo auch in den Hallen einen Bereich geben soll, der ist mit Matratzen ausgelegt und auch hochkant gestellte Matratzen geben so ein bisschen Distanz zum Rest, wo man sich einfach dann auch hinsetzen und ruhen kann. Ist das nicht auch in der Chaos-West-Halle? Da war so ein so Aufbauten, wo man sich so auf, ich weiß gar nicht, das waren keine Gitterboxen, aber sowas ähnliches, wo sie Matratzen draufgelegt hatten und dann hatte man so kleine Nischen überall. Ja. Und hier im CCL hängen auch noch Hängematten, könnte man sich auch reinlegen. Aber mir reicht es tatsächlich, mich einfach an so eine Wand zu setzen und dann einfach nur, die meisten sehen dann auch gar nicht, es ist ja auch relativ dunkel, das ist dann immer ganz schön. Es wäre eigentlich schöner, wenn es hier auch noch ein bisschen dunkler wäre. Da kann man sich relativ gut zurückziehen. Und das ist zum Beispiel auch was mir im letzten Jahr komplett gefehlt hat. Da habe ich mich irgendwann aus lauter Verzweiflung in die Glaswurst gesetzt, wo es erstmal kalt war, dann halte es. Und dann kamen natürlich alle da irgendwie lang und sprachen mich an. Und das ist mir heute da hinten in der Halle gar nicht passiert. Also ich bin ja nicht ungesprächig, aber manchmal will man ja so ein bisschen für sich sein. Und ich gehe dann auch nicht ins Hotel, weil mir der Weg zu weit ist. Und da ist so eine Halle, wo es ein bisschen dunkler ist und man sich so zurückziehen kann, immer ganz schön. Mhm. Ja, wenn man solche Orte dann auch gefunden hat. Ja. Dann, wir haben gestern vor allem in der Halle 2, da stehen so mehrere Imbissstuben, asiatisch zwei Stück, Pommesbude, Currywurst, Hotdog-Stand und so weiter. Und davor stehen relativ viele Tische mit Stühlen dran, so Sitzinseln. Da haben wir gesessen und so eine Portion Pommes gegessen. Da war es erstaunlich leise. Ganz komisch. Ja, also zumindest wurde verschwamm für mich zumindest alles in einen Brei, den ich sehr gut ignorieren konnte. Oder so, ja. Also ich weiß nicht, ob ich es wirklich als leise bezeichnen würde, aber es verwuscht sich so. Ja, die direkte Ansprache, wie das hier oft so ist. Also ich habe vorhin versucht, einen Podcast zu bearbeiten und auch hochzuladen. Also ich konnte kaum verstehen, was da jetzt auf meinen Kopfhörern war, weil von rechts und links einfach zu viel drin ist. Für die Live-Zuhörenden auch zur Information. Ja, in der veröffentlichten Version fehlt die Spur von Lars. Die ist irgendwo während der Verarbeitung abhanden gekommen. Ja, Auphonic hat Störgeräusche erkannt und hat mich rausgenommen. Genau. Na, das beruhigt mich ja, weil ich ja ganz viel Blödsinn gesappelt habe gerade. Das macht nichts, das macht Auphonic alles. Ja, eben. Was auch noch in der Halle 2 mir positiv aufgefallen ist, ist, dass das Kids-Space nicht mehr da ist, weil dadurch war es natürlich in Halle 2 extrem laut im letzten Jahr. Ich glaube aber, der Ort da oben ist ein bisschen klein und schwierig, weil da halt Rolltreppen und Treppen sind. Und ich habe selber keine Kinder, aber es war so das Erste, wo ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg war, aber es fiel mir halt direkt auf, weil direkt die Rolltreppe da oben ins Kids-Space reinführt. Ja, ja. Das ist ein bisschen, fand ich ein bisschen schade. Christian Kissen sagte gestern, eine der Gründe könnte gewesen sein, dass man einfach ein bisschen Tageslicht für die Kinder haben wollte. Da oben ist ja die große verglaste Fensterfront, da sieht man auch mal Licht, da sieht man auch mal die Sonne. Der Kidspace drüben in der Messehalle war natürlich den ganzen Tag über stockfinster, abgesehen von der künstlichen Beleuchtung. Vor allem sorgt es halt für tierischen Lärm in der Halle. Ja, ja. Also da war ja... Aber jetzt ist der tierische Lärm direkt vor der Bühne vom Sendezentrum sozusagen. Ja, aber dann kriegt man drinnen nicht so mit. Ja, also das stört mich zum Beispiel nicht. Mich stören auch die Kinder nicht, die da rumwuseln. Aber ich finde den auch ein bisschen klein dieses Jahr. Und mich hat tatsächlich die Treppe direkt ein bisschen irritiert. Ja. Also vielleicht bin ich auch so ein bisschen hysterisch. So. Aber ich habe tatsächlich gestern beobachtet, das war allerdings in Halle 2, gar nicht im Kidspace, aber es war eine ähnliche Situation. Also die Kinder fahren ja hier, also auch gerade sehr kleine Kinder, fahren ja hier auch mit Hoverboards rum und ein Kind wird da fast eine Treppe runtergestürzt. Mhm. Ich habe richtig aufgeschrien und er ist aber wirklich in der letzten Sekunde nur abgesprungen. Also ich finde deine Angst nicht unbegründet. Irgendwie das mit Treppen und Kindern ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Ach, den Abgang zu diesem Notausgang meinst du da? Ja, genau. Oh, ja. Okay. Habe ich das Gefühl? Das kann ich mir vorstellen. Stimmt, die Treppe irritiert mich auch jedes Mal. Ich bin da schon ein paar Mal vorgerannt. Plötzlich ist da so eine Treppe. Ja, genau. Stimmt. So, und er fuhr da mit seinem Hoverboard und war etwas unsicher und kurfte dann, machte plötzlich so eine fast 180-Grad-Drehung und sauste direkt auf diese Treppe zu und sprang wirklich
einen Meter vorm Abgrund ab. Also und weil du gerufen hast, du bist der Held. Ja, nee, das würde ich nicht sagen. Es hat er schon selber gemacht, das habe ich schon gesehen. Aber ich musste aufschreien, weil es war wirklich riskant. Ja, ja, ja. Sind noch mehr Kinder hier als letztes Jahr? Auf jeden Fall. Eindruck. Doch, doch, also mein Gefühl ist das. Ja. Und ich finde ich toll. Und ich, was ich auch toll finde, ist, dass ganz viele Familien auch mit Kinderwagen hier durchschieben, was ich irgendwie total schön finde. Also für mich als Rollstuhlfahrer ist das tatsächlich ein bisschen blöd. Steht weil die ganz rum? Nee, das meine ich gar nicht. So. Aber hier gibt es ja in jeder Halle irgendwie zwei Behindertentoiletten und die sind immer besetzt, weil da auch die Wickeltische drin sind. Ich will mich gar nicht beklagen, weil ich finde das ja toll, weil ich ja ein Engel-Badge habe, fahre ich einfach hinten in die Engelküche, da ist auch ein Behindertenklo, da kommen die nicht hin. Und da kann ich dann auf die Toilette gehen. Aber ich finde das total toll. Also daran sehe ich so, weil das war letztes Jahr zum Beispiel nicht so stark frequentiert. Also daran mache ich fest, dass es einfach mehr gibt. Und ich sehe auch mehr gefühlt. Mhm. Also ich kann es jetzt nicht in Zahlen ausdrücken. Aber ich habe am Tag 1, also heute ist ja Junghackertag. Junghackerinnentag. Oh, scheiße, das habe ich auf Twitter falsch geschrieben, Daniela, verdammt. Nee, es heißt Junghackertag, aber ich wundere mich immer noch darüber, warum man nicht Junghackerinnen oder ja, aber ich hätte dir gerne... Junghackende Tag. Woran erkennt man, dass Junghackerinnentag ist? An den ganzen Junghackerinnen? Nein. In einem Behindertenklo gibt es höhenverstellbare Waschbecken. Und alle sind auf die niedrigste Position gedreht. Okay. Echt, es gibt höhenverstellbare Waschbecken? Ja. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, als Rollstuhlfahrer brauchst du das. Oder als Rollstuhlfahrerin natürlich auch. Und je nachdem, was deine Körperhöhe ist irgendwie, und je nachdem, wie hoch dein Rollstuhl ist, musst du das Waschbecken auf eine bestimmte Höhe haben, damit du an die Armaturen ranreichen kannst. Und dementsprechend kann man, wenn es ein gutes Behinderten-WC ist, das Waschbecken in der Höhe verstellen. Ja. Ich kenne die nämlich immer nur, dass die eh schon, also ich gehe schon mal auf Behindertentoiletten, wenn es sehr voll ist, und da sehe ich halt immer nur, dass das Waschbecken eh schon unten ist. Also für mich relativ weit unten. Genau, und das ist eigentlich falsch. Mhm. Das ist in der Regel durch Eltern, die ihren Kindern das Waschen, Händewaschen ermöglichen wollen. Ja, du willst passiert. Eigentlich unterfahren, das Ganze. Genau, ich will ja drunter fahren und dadurch muss eventuell das Waschbecken angehoben werden, damit ich hinten an die Armaturen rankomme. Genau. Da ist ja mit Sicherheit dann auch ein Unterschied, ob du jetzt eben Lehnen an deinem Rollstuhl hast oder eben nicht. Ne? Genau, da gibt es so viele Gründe, warum ein fest montiertes Waschbecken eben nicht ideal ist. Genau. Ich hatte letztens übrigens einen sehr seltsamen Tweet, der fiel mir aber erst hinterher auf, dass er seltsam war. Da habe ich einen Kühlschrank kaufen wollen und habe dann ganz völlig gedankenlos getwittert, wer kauft denn bitte eine Kühl-Gefrier-Kombination, wo der Kühlschrank unten ist und das Gefrierfach oben? Weil für mich als Person, die steht und 1,72 groß ist, ist natürlich immer klar, jeden Tag greife ich 1000 Mal in diesen Kühlschrank, aber vielleicht nur einmal ins Gefrierfach und ich muss mich halt jedes Mal bücken. Und dann guckte ich, glaube ich, einen Tatort oder einen Polizei rauf, wo eine Rollstuhlfahrerin in ihrer Küche hantierte und dann machte sie den Kühlschrank auf und hatte unten den Kühlschrank und dann saß sie da und sagt, Daniela, du bist so, also wirklich, das war so augenöffnend, dass ich gedacht habe, klar, es gibt natürlich auch Leute, die entweder viel kleiner sind oder im Rollstuhl sitzen. Da habe ich war irritiert über mich selber, aber es wäre mir nie aufgefallen, wenn ich das in dem Film nicht gesehen hätte. Ja, aber so geht es uns doch allen. Wir haben immer irgendwie so, auch das, was wir jetzt zum Beispiel, was wir eben als Diskussion hatten mit binären Personen. Na, wenn du jetzt in einer, also ich komme gebürtig aus einer Kleinstadt und also wenn da eine offensichtlich männliche Person im Rock und Seidenstrümpfen und Stöckelschuhen rumgelaufen wäre, das wäre dann eine Katastrophe gewesen, ja. Und wenn man jetzt hier auf dem Kongress rum sich umguckt, dann ist das normal. Mhm. Und das ist eigentlich schön, finde ich, so, dass so hier gerade diese Inklusion, die hier auf dem Kongress stattfindet, irgendwie so da ist. Und so augenöffnend ist genau, was das du sagst. Bei dir war es jetzt der Tatort und bei mir war es vielleicht auch dann irgendwie auch doch der Kongress, um da so ein bisschen auch das Gefühl dafür zu kriegen, dass es doch mehr als Mann und Frau gibt. Mhm. Irgendwie so. Das fand ich, also für mich war das sehr schön, diese Erfahrung irgendwie gemacht zu haben. Ich hatte da heute auch so einen kurzen Moment, da kam mir eine Person entgegen, wo ich automatisch mein Raster draufgelegt habe, Mann, Frau, und es funktionierte nicht. Mein Raster funktionierte nicht. Und mein erster Gedanke war, Mensch, die Person hätte das aber jetzt auch ein bisschen deutlicher machen können, als was ich sie denn eigentlich ansprechen soll oder sehen oder lesen soll, wie das ja so schön heißt. Und dann sagte eine andere Stimme in mir, nee, das ist genau Absicht. Die Person möchte in diesem Spektrum einfach unbestimmt bleiben. Und da habe ich gesagt, ja, okay, richtig. Da fehlt was, sondern das ist Absicht und gewollt. Und
das auch nochmal so richtig so patsch vor den Kopf geknallt zu bekommen in diesem Augenblick, das tat mir ein bisschen gut, muss ich sagen. Ich finde, das sind immer ganz interessante Momente. Sie sind kurz schmerzhaft, aber meistens ist man am Ende dankbar dafür. Ganz genau, so sehe ich das auch. Exakt. Ja. Ich ärgere mich ja selber, dass ich jetzt heute Abend in unserem Gespräch hier am Anfang, als wir am Rumflaxen waren, das Wort Chef benutzte. Ich sprach mit einer Frau und benutzte das Wort Chef. Ich versuche eigentlich immer eine Sprache zu benutzen, die alle einnimmt. An der Stelle habe ich tatsächlich dann das, ich glaube, man nennt es generisches Maskulinum, gewählt, obwohl ich mir das eigentlich abgewöhnen will und bin da tatsächlich in die alte Falle reingetapst und darüber ärgere ich mich jetzt seit einer Stunde, ich mich genau darüber, weil ich genau das versuche so intensiv zu vermeiden in meinem Alltag und jetzt gerade ausgerechnet hier ist es mir dann passiert. Also aber ich kann dich beruhigen, das passiert mir selber auch und es passiert allen und ja, man macht immer Fehler und dann kann man sich nur korrigieren lassen. Lars, das ist einfach behindert, dass du das gesagt hast. Ja, also das ist dasselbe Beispiel. Ja. Du benutzt das einfach im Sprachfluss und dann denkst du so, in dem Moment, wo du es gesagt hast, scheiße, ja, so wollte ich das eigentlich gar nicht gesagt haben. Mhm. Aber es passiert halt. Also es gibt einen Podcast, den habe ich vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren, obwohl ich ihn ansonsten eigentlich gerne gehört habe, wegen solcher Sachen deabonniert, weil als mir das einmal aufgefallen war, das hat mich so geärgert. Ja. Ich habe mehrere Podcasts in diesem Jahr deabonniert. Wegen aus solcher verschiedensten Gründen. Es wurde sich über Namen von, sagen wir mal, nicht deutsch klingenden Namen von Schauspieler und Schauspielerinnen lustig gemacht, weil man sie selber nicht wusste. Muss sagen, mir fällt es auch manchmal schwer, weil die Namen sind für mich nicht so eingängig wie Kurt Zimmer oder so. Ja? Das sitzt bei mir relativ schnell, auch wenn ich mit Namen Probleme habe. Was ich auch deabonniert, sind eben auch Podcaster, die generell nur von Hörern sprechen, weil ich merke, da bin ich einfach mittlerweile raus. Ich habe einige deabonniert dieses Jahr, aber ich habe auch ganz viele schöne neue gefunden. Dann ist es ja auch okay. Absolut. Ja. Ist es denn okay, wenn man das nicht verkrampft sieht, so wie Björn das gerade sagte, es passiert uns einfach immer wieder allen? Ja, aber ich finde schon, dass man drüber nachdenken muss. Ja, also, eine Aufmerksamkeit haben, ja. Mir fällt schon auf, also es gibt da gerade aktuell auch einen Podcast, wo das immer mal wieder vorkommt. Den habe ich jetzt noch nicht deabonniert. Das Geschlechterthema oder das... Da wird das Thema Behinderung irgendwie immer wieder als Schimpfwort benutzt. Zwei Männer, einer im Strickpulli? Ja, genau. Okay. Ein älterer Herr im Strickpulli. Okay, ja, klar. Dem nehme ich das persönlich jetzt noch nicht so übel, weil ich ihn ja auch persönlich kenne und ich weiß, dass er dran arbeitet. Ja? Ja. Und ich verstehe auch, dass wenn man da... ich habe das früher... als Kind auch mal gesagt, du bist ja ein Spasti. Ja, ja. So, das würde mir heute nicht mehr passieren. So, und das ist aber auch ein Prozess, genau wie was Daniela sagt mit Hörerinnen und Hörer. Ne? Also ich habe mir das auch irgendwie vorgenommen, es immer zu sagen. Es rutscht mir auch immer noch mal raus, dass ich aus Versehen nur das Maskulinum verwende. Aber prinzipiell versuche ich das schon immer wieder, ich sage beides, weil ich finde Hörende blöd. So, ne? Ich sag lieber Hörerinnen und Hörer. So, und das ist ein Prozess und ich finde gut, dass er angestoßen wurde. Und wie bei allen Dingen, man kann noch nicht gleich perfekt sein, aber ich finde, man muss dran arbeiten. Und so, das, was Lars ja auch meinte, irgendwie, dass es dann immer mal passiert, und das finde ich jetzt dann, das meine ich jetzt mit so, das kann passieren. Und wenn du das mit unverkrampft meinst, damit dann umzugehen und nicht gleich auf den Löschknopf zu drücken, Daniela. Ja, aber es gibt so ein paar Dinge, finde ich, die gehen einfach nicht. Wenn Leute sich in ihrem Podcast über das N-Wort lustig machen, geht nicht. Dann denke ich mir, ey, nicht schon wieder. Nein, nein. Und also, das ist ja bewusst gemacht, verstehst du? Lars hat das ja unbewusst benutzt. Ja, aber ich meine, bei manchen Dingen ist halt für mich einfach so ein Punkt erreicht, wo ich sage, nee, danke, tschüss. Genau. Versteh ich total. Ja. Aber natürlich merke ich auch, dass es immer ein Prozess auch für mich selber ist. Ja? Ich bin hier nicht morgens wach geworden und habe alles durchgegendert. Und das mache ich auch bis heute noch nicht so. auch in das war Podcast, mal ein halber Traum. Dann auch in meinem Podcast gerade passiert mir das eben auch, dass ich sage, hallo liebe Hörer oder irgendwas. Ja, aber ich versuche es einfach. Und was ich zum Beispiel angefangen habe, ist im Sendegate hin und wieder einfach zum Beispiel Beiträge komplett aus der weiblichen, also einfach nur zu sagen, hallo liebe Podcasterinnen. Und damit meine ich dann halt auch einfach mal alle. So. Ja. Männer sind mitgemeint. Ohne Sternchen, großes Binnen-I oder so, sondern einfach nur die weibliche Form. Genau. Ja.
manchmal mache ich am Ende Tweets, mache ich das manchmal auch, nicht oft, aber manchmal überkommt es mich so und denke, ach, warum eigentlich nicht, mal gucken. So, dann aber im Sinne von ein bisschen stochern. Ja, damit es auch so ein bisschen hängen bleibt. Es geht einfach nur immer, wenn man immer wieder und immer wieder darauf hinweist, die einen machen das sehr aggressiv und radikal, die anderen machen das mit einem Augenzwinkern und ich finde, das ist auch okay. Und da dürfen einem die Leute auch echt auf den Keks gehen. Mir gehen manche auch auf den Keks, aber die haben auch berechtigte Ansprüche. So. Also ich bin ja auch aus einer sehr privilegierten Sicht, das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Ja, schöne allgemeingesellschaftliche Gedanken, die uns hier beim Sendegarten jetzt sozusagen gekommen sind, beim Gespräch. Das Sendezentrum ist ein bisschen leerer geworden, wahrscheinlich, weil Holger Klein auf der Bühne doch wie ein Magnet wirkt. Wir werden gleich mal selber auch gucken in die Wochendämmerung, wird da oben live gepodcastet. Ich danke euch. Wir beschließen diese Runde hier. Ich danke euch, am Tag 2 hier gewesen zu sein. Ich wünsche eurer Webseite, eurem Angebot podcasterinnen.org, liebe Daniela, wünsche ich alles Gute, viel Glück. Vielen lieben Dank. Genau, ein letzter Hinweis vielleicht noch zum Schluss. Wir kommen gewunken hier, ja. Genau, also wir hatten 2 Folgen mit den beiden ja auch schon. Das war Folge 44 mit Daniela und 43 sogar hintereinander. Ah. Nein, das ist ja ein Dreamteam. Ja, das heißt also, ich ärgere mich heute noch, dass es nicht 42 war. Ja. Das stimmt, ich war nämlich auch im E&U-Gespräch in Folge 44. Das war ganz lustig. Da habe ich gedacht, guck mal, jetzt bin ich im Sendegarten auch noch in Folge 44. Genau. Ja, danke schön für den Hinweis, für den abschließenden Hinweis. Das hat gestern ein bisschen meine Kaskade durcheinander gebracht, aber völlig egal. Ja. Machen wir es kurz und schmerzlos. Dankeschön, Daniela. Viel Danke Glück. Für die Einladung. Danke für die Arbeit mit der Webseite, für die Initiative, auch an deine Mitstreiterinnen. Mhm, richtig Michi aus. Und Nele. Mhm. Und wer da sonst noch zugearbeitet hat, hast du ja noch gerade ein paar andere Namen erwähnt. Also vielen Dank dafür. Möge die Aufmerksamkeit wachsen und gedeihen. Das hoffe ich auch. Danke. Ja, wir werden auf Daumen gedrückt. Dankeschön, Björn, dafür, dass du uns besucht hast aus der Zukunft. Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Eine vergnügliche Reise an den BER zurück. Ja, es ist, ehrlich gesagt, also es macht ziemlich müde, Zeit zu reisen, aber ich werde morgen noch hier sein und vielleicht auch übermorgen und dann muss ich wieder zum Gate und dann geht es wieder zurück. Ich kann es ja noch gar nicht glauben, dass dieser Flughafen jemals fertig ist. Wahrscheinlich war der CCC, das hat den zu Ende gebaut. Das wäre ja noch eine Idee. Wir wären schon längst fertig. Ja, und auch Dankeschön an Sebastian und Lars hier wieder mit mir an unserem, ich weiß gar nicht, wie wir das nennen, Sendegarten-Dreieck oder so, am Sendegarten-Eck. Der Sendegarten gestanden zu haben, unterm Schirm, am Feuer. Gut. Mit dem coolsten T-Shirt aller Zeiten. Ja, genau, da müssen wir nochmal darauf hinweisen. Eine Katze im Weltraumanzug, zumindest der Kopf ist unter einem Weltraumhelm oder Taucherhelm, nee, ist ein Astronautenhelm. Ist das ein Astronautenhelm? Sie hat Ringblitzeffekte in den Augen. Ja, ist offenbar professionelle Beleuchtung im Einsatz gewesen. Danach war die Katze blind. Ja. Simuliert. Ah, okay. Okay, wir gucken jetzt mal, was der Abend noch so bringt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir melden uns dann, wenn alles klappt, morgen noch einmal wieder. Vielen Dank und tschüss. 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 Boah, hast du ein geiles T-Shirt an. Krass. Boah. Space Cat. Ich muss dir heute leider den ganzen Abend auf die Brust und den Bauch gucken. Das ist ja großartig. Wo musstest du drauf gucken? Auf deine Brust und deinen Bauch. Also wenn ich mich mit dir unterhalte und ich gucke dann dahin, dann ist die Katze schuld. Mein Gott, ist das geil. Ja.